Hallo, hier sind wir wieder bei Turkatis. Wir haben das Sheet Omid ein bisschen runtergedreht. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr mit, dass ich gedrückt halte oder die ganze Zeit schießt, also makromäßig, sondern ich habe die Tasten einfach nur umgestellt, dass ich jetzt eine andere Taste habe, weil man die trotzdem die ganze Zeit draufklackern muss. Wenigstens ein bisschen Realismus, ne? Das ist, wie gesagt, weil meine Tastatur so laut ist. Ich habe jetzt keine mechanische Tastatur, aber es ist trotzdem laut. Mal gucken, ob wir es trotzdem schaffen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel hier kommt. Ja, okay, das ist viel angenehmer als mit der anderen Leertaste. Viel angenehmer ist das. Das ist der Grund, ja. Ich sage, ich habe das Spiel noch nie geschafft. Und ja, du. Noob. Toll, zum Glück habe ich Saints geblieben. Toll, rechne ich einfach mit, dass das Hintergrund ist, so wie das Ding hier. Dann achte ich gar nicht da drauf und fahre einfach. Entschuldigung. Fliege einfach dagegen. Oh Gott, ein Wunder, dass ich überhaupt in meinem Gemütszustand momentan irgendwas spielen kann. Selbst bei einem alten Spiel, das ich eigentlich mit verbundenen Augen kann, wie Need for Speed Underground 1. Eins brauche ich ja gar nicht dazu sagen, es gibt da theoretisch keinen anderen Underground außer 2. Ja, selbst da irgendwie verkacke ich momentan. Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade irgendwie wieder so ein bisschen auf Retrowelle, aber hä? Wann bin ich das mal nicht, ne? Das Spiel ist alt, das andere Spiel, was ich spiele, ist alt. Nein, es ist alt. Sofern es kein YouTubers Live oder Call of Duty war. Ich mag eben alte Spiele, nein. Kommt wohl eher darauf an, dass die meisten alten Spiele eben nicht so viel Zeit beanspruchen wie die neuen. Und wenn man natürlich dann älter wird und so, dann hat man ja meist auch weniger Zeit. Deswegen sind dann ältere Spiele wieder im höheren Kurs. Auch was Nintendo, Super Nintendo uns angeht. Diese meisten Spiele sind ja auch alle relativ kurz. Relativ. Oh mein Gott, hier sind so viele Gegner. Das auf. Einfach. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel auch schwer hier einfach sind, ey. Ich komme aber nicht weit bei dem Spiel hier auf schwer. Ich habe ja gesagt, erstes Level und das Ende. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Es gibt sogar schon Bounce Level 2. Oh, der Wahnsinn. Jetzt könnte ich die theoretisch mal testen, wenn ich jetzt meine Hand mal... okay, den wollte ich jetzt gerade nicht. Nein. Ich kriege ja nicht mal hin, die richtige Taste zu drücken. Boah, zieht euch das rein. Wie? Doll abprallen. Mann! Mit dem Level kannst du irgendwie nie so hundertprozentig. Gott, wie überleben die denn? So hundertprozentig sehen, was jetzt Hintergrund ist und was nicht. Aber das Ding ist eher gut, wenn du. Na, verwinkelte Maps hast, weil die ja die ganze Zeit abprallen. Sonst ist es ja nur auch ein Einzelschuss. Dann nehmen wir das hier. Ah, die Tasten kann ich wesentlich schneller raufkloppen als auf die anderen. Ah, schluckt. Kriege ich natürlich auch nicht die ganze Zeit hin, permanent, aber besser als mit der Leertaste. Der guten alten Leertaste. Und wie so, Jukola, wie man hier die Taste umstellt. Wahrscheinlich irgendwie per Indie-Datei oder so, aber. Dann mache ich das lieber so. Was sind das denn für Dinger? Gehen die einfach hoch? Geht der Bildschirm noch hoch oder was passiert denn? Okay, die machen eine Dingswelle. Alles klar. Ich würde sagen, ich hoffe, ich muss jetzt nicht von vorne anfangen. Denn meistens hat er nur die Levels einen einzigen Checkpoint hier. Ist das der Anfang? Ich glaube, es ist der Anfang. Das war nicht mal die Hälfte des Levels. Will das Spiel mich eigentlich verarschen? Das ist doch die Hälfte. Naja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Momentan geht es mir nicht so gut wegen Stress und die ganze Scheiße. Und das merkt man hier bestimmt gerade auch im Spiel. Oh, Scheiße, wie ich gerade spiele. Da rege ich mich sogar bei einem so relativ einfachen. Geil. Relativ einfachen Spiel auf wie das, den hier. Jetzt wisst ihr auch, wie das Level die spielen und die durch geschafft haben. Ah. Stirbt. Benutze ich mal die Dinger. Opa, benutze ich die sonst nie. Ich habe einfach wieder keine Energie, ey. Oh, die Musik ist so toll und ich bin ein Noob. Denn ich krieg das nicht hin. Jetzt muss ich bald den Sheet auspacken. Oder was? Das kann ich angehen. Ja, ich habe ihn noch hier. Da ist der Sheet. Aber ich benutze ihn nicht.
Spiele ich es lieber nochmal. Ja, das scheint echt die Hälfte gewesen zu sein. Ich gehe lieber fliegen. Ich liebe diese alte Mod-Musik. Vor dem Format nennt sich ja das hier. Kann ich das Ding abschießen? Bestimmt nicht, ne? Würde mich hier auch sehr wundern, wenn du einen Vulkan abschießen kannst. Und der macht random immer, was er will. Ich hasse Sachen, die man einfach nicht so gut einschätzen kann. Genau wie irgendwelche Gegner, die immer die ganze Zeit so hoch und runter gehen, so wo. Keine Ahnung, so einem bestimmten Muster nachlaufen. Das geht auch nicht, da verkacke ich auch nur. Soll ich mir jetzt den Hintergrund angucken oder kommt noch was? Ja, es kommt das nächste Level. Hot Lava, don't even think of was? Keine Ahnung. Ich sink eher dran, ob ich es bis zum Ende schaffe, aber ich glaube, eine Levelfuhre kommt ja wohl noch, ne? Ah, ich habe auch noch nicht volle den da und volle den da und volle den grünen da. Muss ja aufpassen, dass mich hier scheiß Vulkane nicht treffen. Oh mein Gott, aber habt ihr Lack gesoffen? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Warum sind hier so viele Vulkane? Das ist ja nur reines Ausweichen hier. So schnell ist man flitzig aber nicht. Aber es reicht um auszuholen. Oh, noch mehr Vulkane. Ich weiß schon, warum das Level irgendwas mit Lava hieß. Ist das hier nur reines Ausweichen? Nein, es wird natürlich schwerer. Jetzt kommt mehr Geschwindigkeit dazu und bestimmt auch gleich mehr Gegner. Und Lavas. Lava, Türme. Wie auch immer. Und wie schön und wie gern würde ich auch noch meine ganzen alten Konsolen ein bisschen modifizieren und umrüsten und so, aber naja, ich sag's dir, ne? Keine Zeit, Stress und Eigenmachverrücktheit. Keine Ahnung, also eben. Ich träume in letzter Zeit so viel Müll. Unglaublich viel Müll, dass es eben desto mehr Stress man hat und so weiter, ne? Beschäftigt man sich eben nie damit und so. Deswegen ist Let's Plays momentan auch ganz, 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 ganz schwer. Deswegen haben wir sowas relativ Einfaches geschnappt wie Takatis, wo man sich ohne Vorbereitung wirklich reinknallen kann. Also bei den meisten Spielen, gerade diese scheiß Puzzlespiele, ich schwöre, ich meine, lieber Puzzlespiele, muss man sich richtig vorher einfuchsen oder beziehungsweise informieren, was jetzt kommt. Dann ansonsten würde ich die ganze Zeit nur da festhängen. Oh Gott, der will ich ja gar nicht hin, ey. Ja, geschafft. Ist ja so, wenn ich mir die Bloodrunner-Level wieder angucke, die mir bevorstehen, denke ich mir wieder so... Nein, darauf hast du gar keine Lust. Die sind so scheiße. Mein Gott, wer programmiert diese Kacke? Das ist wieder so typisch, so ein Level, was total easy ist. Und danach kommt wieder nur absolut schwerer Scheiß. Hier bei dem Spiel ist das ja wenigstens relativ einschätzbar, ne? Hier wird es einfach immer stetig ein bisschen schwerer. Aber da... Ist ja einfach wirklich so, Level einfach, Level einfach, Level schwer. Level schwer, Level einfach. Stört die komischen Dinger, warum überlebt er eigentlich so viel? War eigentlich schon bei den zweiten Abschnitten hier, Boss. Oh, wird wieder schneller. Ohne Vorwarnung. Dann kommt wieder, warning, warning, something big is on the way. Okay. Die haben auf jeden Fall viel Platz gelassen hier. Das freut mich. Ey, ich sag mal gar nichts mehr. Kaum sage ich, dass die hier viel Platz gelassen haben, wird schon wieder enger. Schön, wenn ich schneller als die Projektile bin. Oh nein, das heißt ausweichen. Und natürlich überlebt man nur einmal gegen die Wand fliegen. Wir haben keine Schutzschilde hier drinne. Also keine Schutzschilde für Wände. Nur für Projektile. Oh mein Gott, ich habe den maximalen Red Shot. Ich sag ja, es kann auch nicht Ende sein. Ich muss ja die anderen Schüsse noch bekommen. Ein Makro? Makro ist einfach nur bildschirmfüllend. Bildschirmfüllend. Aber nein, wir schießen den ja normal. Blub, 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 blub. Lapsaktur, meine Hände auch schon wieder weh. Toll, ich sage, ich nehme nicht die Leertaste, weil das viel einfacher ist und die Hand nicht so weh schnell weh tut. Und dann tut sie doch weh. Zwar nicht so schnell wie mit Leertaste, aber sie tut weh. Manchmal denke ich auch was Unnötiges wie, vielleicht solltest du mir deine neue Tastatur oder Maus kaufen, so nach 12, 15 Jahren oder wie alt die mittlerweile sind. Könntest du mir eine neue gönnen, aber warum? Du bist zufrieden mit der, die funktionieren. Ich habe auch schon keine komplette Reinigung gemacht. Da brauche ich das nicht.
Oh nein, es geht los. Was kommt diesmal? What the fuck ist die Shit? Snake? Was soll das darstellen? Mir tut die Hand so weh. Stirb, bevor meine Hand stirbt. Wow. Hier. Stirb. Oh, ich habe so viel davon aufbewahrt. Nein, ich habe noch die normalen Missiles. Die kriegt der nächste von dir, falls das Spiel jetzt nicht zu Ende ist. Okay, er fragt, wo ich speichern will. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch nicht Ende sein. Fette 3D-Effekte, wow. Watch the Spikes Balls. Das Ende ist hier. Ja, das Ende ist nah. Und das will ich für das große Finale aufbewahren. Warum? Weil meine Hand wehtut. Deswegen sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ich musste auch kurz noch schnell etwas aufnehmen. Ansonsten hätte ich es geschafft, noch heute etwas aufzunehmen. Denn das ist mein Piranha-PC, ist leider nicht so schnell. Aber naja, ich versuche wieder pünktlich was zu machen. Wenn nicht, dann nicht. Sonst, wie üblich, ihr seht mich. Lebt wohl!